Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So, ich fahr zur nächsten Wiese, zum Winden. Ja, ja. So, geht da? Ich weiß nicht warum, aber ich hab unterm Reden nachgedacht. Also, so, klar, ich kann die auswendig meine Antwort, gell? Aber hier irgendwie unterm Reden nachdenken müssen, wie der Anfang ist. Da war ich schon lang drüber. Jawohl. Ja. ja. Ganz schwierig. Da ist ein Stein. Oh, knapp. Ja, das Gespann passt eigentlich so perfekt zusammen. So ist mehr für die Breite, für die Mehrwerke und vom Winter. Genau die Breite wie die Mehrwerke. Vielleicht ein bisschen breiter, aber nicht viel. Rein und hochschalten. Ja. Fährt ein bisschen leiser. Bisschen weniger Umdrehungen, ne? Spuren. Aber das Problem ist, beim ersten Mal wenden musst du mit viel Ton fahren. Weil es so nur los ist. Damit es gescheit auseinanderzieht. Ja, und das ist noch schwerer, also muss auch noch mehr Ziel. Oder was heißt Ziel, aber. Also mit. Steirer? Mit Steirer besteht bereit zum Kühlen. Ja, du kannst gerne anfangen. Oder du mit dem Spiel. Ich bin Kühe fertig füttern. Wir können inzwischen noch wieder Radio machen. Warum magst du den denn immer aus? Ja, weil ja auch Intro-Musik ist. Oh, hier runterschalten, sonst packt das nicht mehr. Doch, geht. Geht. Nein! Ich hab Weizen aufgefangen. Was soll mit dem Dorian? Oder Sinus? Eigentlich ist er wurscht. Mische. Ich habe außer den Weizen in die Schaufel getan. Ja, es würde uns zwar vielleicht auffressen, aber nicht so gern. Wir brauchen die Hochkippschaufel. Oh. Sieh in Betracht, sieh in Betracht. Ja. Er zieht wieder. Er zieht weiter. Jawohl. Brauchen wir die Schaufel an der BGA Nege? Nee, wir haben Ballen momentan nicht. Dann lasse ich die kurz am Hof. Ich muss sagen, ich habe schon mal wieder richtig Bock auf eine Dingens, ne? Wieder wenn wir häckseln, denn, ne? Mal wieder. Also, ich sag nur so, der Helfer steht am Ding bereit. Naja. Aber wir brauchen eine Person zum Häcksel fahren. Liebe Zuschauer, hier habt ihr gehört, Florian sucht Personen zum Zuschauen. Ihr könnt euch gerne bei ihm auf Discord melden. Er heißt dort, warte. Ja, im Prinzip, die müssen eigentlich einfach nur auf unseren Server drauf. Oder in die Kommentare schreiben, was sie beiden. In eckigen Klammern BG, dann Bindestrich Agrar. Flo, großes F, großes A. Bitte melden, danke. Ja, das ist klar, dass ich da so heiß, aber wenn er. Die müsste vorher auf den Server drauf. Nein. Nee, gar nicht. Geht einfach so, ne? Ich auch so hätten. Ich fahr mal zur BGA. Oh, jo. Zum Ballen reinschubsen. Klar, die wird wahrscheinlich wieder leer sein, ne? Oh Junge, ich fahr oben rum. Junge musste ziehen. Leer. Ja, das geht gut hoch.
Die haben die Gabel von CSZ drauf dran gekauft, gell? Weiß ich nicht, ich hab die noch nie gesehen. Aber doch, ich glaub schon. Ja, wir auch. Genau, stimmt, da war nämlich das Thema, hat die Autoload oder nicht? Keine Ahnung. Doch. Ich glaube, ich habe sie mitgekauft. Egal. Das muss man nur so weit. Die geht für ganz scharf, du. Der Torian. Ach so. Ja, ich dachte, weil du von dir gesprochen hast, dachte ich mir so, was meint er jetzt? Die Gabel? Hallo, ne? Reden wir mal. Nee, der. Hab ich gesagt. Ja, du hast gesagt, die gesagt. Echt, hab ich die gesagt. Egal. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal nicht mehr, aber beim ersten Mal. Egal. Jo, mei. Soll ich auf alle Fälle der Torian geht ganz scharf, du. Oh, da kommt ein Auto. Hätte vielleicht, naja, Mühe und Not schaffen können. So, wieder Rinder. Ja, aber dann würde ich nicht, würde ich ehrlich gesagt sogar den, wie heißt es denn? Unser altes Schiebeschild verkaufen und einen für einen Radlader kaufen. Weil. Ja. Nur eine haben dann. Ja, genau, okay, CSZ gibt's ja hier, oder? Für einen Radlader. Nee, Standard. Standard? Standard. Die 7-Meter-Regel kann man auswählen inzwischen. Ach, stimmt, ja, ja. 3 Punkte und Ding, ne? Ich glaub, da war was. Bei dem Mittel, also beim fast größten. Es gibt ja nur zwei Varianten, kleine und große. Aber das ganz kleine ist von den dreien, sagen wir so. Alter, really jetzt? Was denn passiert? Ey, ich hab 8. Nee, 4. 4 Ballen auf der Gabel gehabt. Heb hoch, jetzt sind die alle wieder reingegangen in das Silo. Oh. Ja gut, ne? Hab ich gesagt? Ganz leer war es ja noch nicht. Ja, dann sind jetzt unsere Kühe erstmal mit Mischration und so weiter versorgt. Ja, bis zu 50% halt. Jo. Dann wenden wir es da oben nochmal, dann haben wir es halt wieder vergessen. Wobei ich echt der Meinung war, ich habe das zum Beispiel schon mal bequemt. Naja. Ich finde die Ballendinger nicht schlecht. Die Lager. Aber das Einlagern und Auslagern ist ein Scheiß. Warum? Ja, das die. Also, die Mist können vielleicht einen Meter weiter draußen auslagern. Ja. Oder weswegen hast du Probleme? Ja, beim Wegfahren von den Ball. Ja, du musst halt zeitlich ranfahren. Geht schlecht. Mit dem, wo ich gerade bin. Ja, okay, ich weiß nicht genau, wo ich bin. Bei dem, bei die Silos da, oder? Bei der BGA. Bei dem, neben den. Achso, der Seite, der, oh. Da wo so viele drin sind. Ach, da drin, ja, okay. Drei, bei dem vorderen. Ja, da wo so Platz, wo Platz. Ach, frei, scheiße, ja. Wir bekommen das ja da gar nicht raus, die hinteren. Weil das wird doch dann vom vorderen angenommen. Nee, muss nicht unbedingt. Du kannst die Schau rauskriegen. Kann hier drüben, wunderbar.
Wird dir eine Balken die Fütterung wesentlich schneller voll. Mit dem Balken geht die Fütterung wesentlich schneller voll. Ja, ja, wie viel nimmst du jetzt einfach mit 4, oder? 4, ja. Ja, das ist definitiv immer das sind zweimal. Wie viel sind denn wollen 4, oder? 1000 Liter. 4, das sind 8, das sind 16.000 Liter. Das sind 16.000 Liter. Und vorher waren es 5, also. Da ist schon ein bisschen Unterschied. So, jetzt wird gekühlt. Julle fahren, das ist toll. Dann nehmen wir für die nächste Folge noch einen schönen Zubringer mit drauf. Mhm. Halt! Fertigen Dinger ausklappen. Weil habt ihr ein Güllefass hinten dran? Mhm. Geht's ab. Muss ich tanken nehmen, was ich nicht passt. Ich glaube, das ist sogar noch voll, oder? Viertel voll, das wird schon noch reichen. Gerecht holen. Ja. Oh, ein starker Bauer. Oh. Man, dass er dann immer abbremst auf Null. Da ist an. Ja, jetzt ist schon spart. Hey. Was hast du denn gemacht? Ah ne, doch, geht noch. Alter, ich wegen der Gangschaltung habe ich jetzt schon gedacht. Ich bin ins Wasser nicht vorne. Was machst du? Nee, ich hab gedacht, wegen der Gangschaltung, da, weil er immer noch geschoben hat, habe ich jetzt dann, oh nee. Ach so. Aber der Ton war noch da. Also alles gut, oder? Jo, alles gut. Okay. Wir haben eine Gerade, wir haben den hier, den hier, den hier. So. Ah, ja, Ueli! Schon unterwegs? Nee. Was? Bist du schon unterwegs? Nee. Doch. Ach, der Drescher ist voll. Ich hab den ja komplett vergessen, ne? Oh, ja. Oh, zieh. Was machen wir mit der Gerschen? Verkaufen oder einlagern? Verkaufen, oder? Verkaufen, wir warten nur daheim. So, drehst du die Einlage. So, dann kannst du abtanken. Viel wirst du sowieso nicht reinkriegen. Wo gibt's den besten Preis für Gärchen? 28 fürs Brunnen Getreidemühle. Diese entweder da oder da. Und das ist am nächsten. Ja, da. Jetzt bin ich Getreide im Mühle. Oh, zieh, Kollege. Ja, wunderbar, dann kommen die auch weg. Wo steht ein Ding? Guck mal. Oh, schau dann das Spann, du. Heieiei. Das Stroh, wollen wir das pressen oder mit Ladebung? Mit Ladebung liefern, ja. Pressen. Haben wir ein Lager? Ja, wir haben schon eins, ne? Doch. Ja, am Hof. Ist eh relativ leer. So, zack.
Und bremsen. Abladen, vorne auch nochmal abladen. Ja, dann müssen wir jetzt den nächsten Zug wieder abfangen, das ist glaube ich schon durch. Egal. Der Dresch ist schon wieder voll. Ich weiß, weil ich bloß nur 5% reingegangen sind. Deswegen. Ist der Kollege schon wieder voll. Oh, was müssen sie für die hochschalten? Fahrst du denn mit deiner Gangschaltung oder mit dem Hebel? Mit dem Hebel, der Gangschaltung war jetzt noch bei Story-Projekten oder so. So. Dann tanken wir ab. Aber wegen dem Flitzer da ist jetzt nochmal. Oh wow. Das ist auch also du ja. Was hat der Motor ausgemacht? Oh. Ja. Kann vielleicht sein. Ja. Wo ist mein Steuer? Das ist niemand. Da haben wir sie. Schau schon mal die Rundumleuchte an. Und dann geht's Vollstoff dahin. Kann sein, dass ich dich dann gleich kurz brauche. Ja. Drescher abschleppen. Warum? Weil er lad ist. Ich gehe gerade so rein mit dem Helfer raus, weil er geht da von alleine aus und der Motor ist auch, denke mir so, hä, wieso macht der Motor aus? Und steht dran, bitte betanken. Ich so, ach nö. Nein, der ist schon leer. Den haben wir doch erst voll gemacht, also letzten Tag im Prinzip. Soll ich mit meinem Großen kommen? Bin schon auf dem Weg dahin. Achso. Ja, ja. Brauch die bloß zum Nähhocker. Ich hab ihn hergekriegt. Der Zug! Ah, oh, egal. Wir müssen sowieso noch was reinpacken, also ist wurscht. So. Dann hängen wir die mal ab. Und. Ah, doch, man sieht ja noch ein bisschen. Okay. Würde ich gerne anhängen. Die Flagge, du musst auf die andere Seite und dann siehst du es. Ja, da ist sie. Ah, da. Warte, fahr mal ein Stück vor. Jetzt hat. Ah ja, hab sie. Druck. Kannst du mich hier anhängen? Ich mal nur kurz ab. Ja, warte. Sehe ich sie wieder nimmer. Ja, wir sind. Ja, die müssen ein bisschen weiter rüber, glaube ich, ne? Ja, du musst nochmal vorfahren, ich kann nur mal angreifen. Muss er. Hast du den Backen Power aus? Nee. Mit der Scheißstrom. Okay, gut, passt.
Soll ich sagen? Hang an. Ja, ist fast Druck. Kannst du anhängen? Nee. Fahr mal vor. Fahr vor! Ja, warte. Ohne abkuppeln! Ja. Abkuppeln. Stange abkuppeln. Achso, du hast gesagt ohne abkuppeln. Ja, mit. Ohne Stange meine ich abkuppeln. Fahr nochmal vor. Okay. Muss umdrehen. Jetzt? Kannst du anhängen, noch ein Stück? Nee. Ah, jetzt hat. Ja, warte, kann ich die dann ziehen? Ja, geht. Ich habe Rückwärtsgang drin. Nee, kann ich nicht. Ich muss dich angucken und warte mal. Der ist immer noch oben. Ja, so geht's nicht. Schon kleinen Gang, Allrad, alles drin. Warte. Deswegen muss das erst machen. Aber im Prinzip ist er falsch rum, ich kann ja nichts machen. Weil du mich anhängst und ich dich. So, warte. Nee, du musst noch ein Stück vorfahren, sonst kann ich den dann anhängen. Ja. Du musst vorfahren. Noch ein Stück jetzt hat. Ich sehe die Stange nicht mehr. Da liegt sie. Im Grashaufen, im Strohhaufen drin. Ja, da direkt vor dir eigentlich. Ja, jetzt hast du. Ja, ich hänge sie mal an, so. Kannst du es anhängen? Nee. Nee, das muss doch so gehen wie gerade eben. Aber. Dann versuchen wir es nochmal so, aber normalerweise. Müsste ich schon ganz haben. Kleine Gang dran und alles. Ja, ganz kleine Gruppe. Ja, ganz kleine Gruppe und ganz kleinster Gang. Ja, das ist 1, ja, 1, irgendwas. 1,5, 1, so km/h. Weil, hast du vorhin was abkuppelt? Ja. Lass mal dran. Oder, hey, wem, oder warte mal, was hast denn du ausgewählt? Ah, ne, jetzt habe ich trotzdem nicht. Kann ich jetzt einen Gang hochschalten? Nee, ich kann nichts machen. Hängen wir mal nochmal ab. Ich will dich abhängen. Ja. Ja, hängen wir nochmal an. Ja. Und nichts machen. Ach, du kannst nicht hochschalten. Also echt schon drin, gell? Ja, ja. Oh lol! Hab ich jetzt gerade für dich hochgeschalten? Nee, das mach ich. Haru, ne? Dass du vielleicht genug Sprit hast. Ja, ja. Junge, ich bin vorne bei der Luft. Ist er überhaupt leer? Ja, leer ist er. Leer ist er. Meine Marsch, hast du einen Rückwärtsgang drin? Ja. Aber du kannst doch Kupplung drücken bei dir, oder? Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, was für eine Kupplung drücken. Ja, damit halt Leerlauf drin ist. Warte, wann mal kann ich irgendwie bei Kupplung? Manuel. Ja, okay, du hast jetzt vorne Schneidwerk abgehängt, da kann ich nichts mehr machen. Ach so. Deswegen habe ich gesagt, nichts machen mehr. Ach so, das ist deswegen. Ja, ja, das hat schon Sinn. Warte, du kannst das nochmal kurz herholen. Dann. Achso, ja, warte. Ist ja nur an, ne?
Okay, das war's auch. Das ist zu weit drüben gewesen. Kannst dich anhängen. Oh Mann. Jetzt. Warte, hängen wir mal nochmal. Warte, ganz kurz, ich hab jetzt ganz kurz das Ding. Ja, das schau ich dann gleich. Dich abhängen. Ja. Hängen wir nochmal anhängen. Ja, und jetzt nichts mehr machen. Doch, ich schau, dass ich Kupplung drücken kann, dann geht's für dich normalerweise leichter. Irgendwie an dieser Statur. VCA, Fahrtrichtung wechseln. Eieiei. Es bewegt sich ja gar nichts. Doch, minimal. Ja, aber kaum. Das ist einfach so leicht, der Kollege. Ja, du, ne? Ja, ne, können wir nichts mehr machen, liebe Leute. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Denn wir sind für heute auch schon komplett überfällig. Aber wir sind das für heute fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und den runden Knopf drauf werben. Falls ihr die digitalen Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard, immer das neue Sniper in DLC zusammen mit dem Film. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.